Rein in die zweite Bundesliga mit einer kleinen ernüchternden Bilanz. 3 von 9 und da müssen wir dann gleich mal Marcel reinholen in die Show. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Ja, wir machen es kurz und knapp. 3 von 9, du wirst dich bessern. Ich werde mich bessern, möchte aber auch hier nochmal wirklich sagen, erstens natürlich sind meine Tipps, unsere Tipps von der Wettbasis ohne Gewähr. Ja, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ich spiele eben keine 1,30, 1,40, 1,50 Quoten an, die natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, durchzugehen. Sondern für mich geht es eher darum, höhere Quoten anzuspielen als Einzelwette. Ja, deswegen von den 3 Tipps, die ich richtig gesagt habe, war eine 2,20 dabei, eine 1,90. Und das sind natürlich dann die Quoten, wo dann auch ein mittlerer Einsatz reicht in der Einzelwette, um einen guten Gewinn einzustreichen. Deswegen, das ist so ein bisschen meine Philosophie, meine Wettstrategie. Und deswegen sollte man mir danach sehen, dass in der absoluten Bilanz dann dementsprechend vielleicht nicht 6 von 9, sondern eben nur 3 von 9 richtig sind. Und meine Philosophie ist, man braucht ein Bundesliga-Trikot, um Bundesligaspiele anzuschauen. Und das könnt ihr hier bei uns gewinnen, nämlich auf Instagram, wettbasis-de. Die Seite liken, den Post liken, an 2 Freunde taggen und das Ganze in der eigenen Story posten. Und schon seid ihr dabei bei der Verlosung für ein Bundesliga-Trikot. So, die zweite Liga hat einen echten Knaller zu bieten. Ja, Paderborn gegen den HSV. Ja, der HSV 2-mal hintereinander verloren, auch weil Schonlau, der Defensivspezialist, Kapitän, nicht dabei war. Das ist schon mal Punkt 1. Und dann haben wir Tim Walter, den Trainer, der schon auch sehr eigenwillig ist, muss man sagen. Das ist nett ausgedrückt. Also ich glaube, man kann sich mit ihm richtig gut anfreunden an der Seitenlinie. Kann man dann nach dem Spiel auch mal gerne ein Bier trinken gehen. natürlich genau das Gegenteil, Carsten. Das merkt, worauf ich hinaus will. Er ist schon ein ziemlich jähzorniger Charakter, gerade an der Außenlinie. Sonst so im Privat mag er ja ein anderer Typ sein, aber an der Seitenlinie wird er, denke ich, schon zum Tier. Aber der HSV, muss man ganz ehrlich sagen, sie haben einen ganz, ganz schlechten Oktober hinter sich. Denn nur im Oktober 1 Punkt aus 3 Ligaspielen plus das Pokalausscheiden, dieses heftige 0-4 bei Leipzig. Den Monat hätten sie sich gerne gespart, denn zuvor lief es ja richtig gut beim HSV. Mittlerweile sind sie aber wieder auf Platz 3 zurückgefallen und jetzt bekommen sie es mit einer Mannschaft zu tun, die sogar vor ihnen steht. Denn der SC Paderborn momentan auf Platz 2, die beste Heimmannschaft der Liga. Ja, und die schießen die meisten Tore, das ist für mich auch immer wieder wichtig. Ganz genau. Aber Carsten, jetzt komme ich wieder, weil wir uns ja gerne mal über Lukas Kwasniok austauschen. Du sagst immer, wir schießen viele Tore, deswegen Trainer setzt eher auf den Offensivfußball. Nein. Kwasniok 3-mal in Folge mit seiner Mannschaft ohne Gegentor geblieben. Ja, und sie stellen mit Heidenheim zusammen sogar die beste Defensive der 2. Liga. Jetzt kommst du. Ich kann dir nur applaudieren. Was soll ich denn tun? Ja. Machen wir weiter. Ja. Du danke, hast eine Streicheleinheit bekommen, bitteschön. Danke, danke Carsten, deine Streicheleinheiten tun immer besonders gut. aber Applaus auf offener Szene. Ja, und das von jemandem, der schon Wladimir Klitschko kommentiert hat, Wahnsinn. gegen ihn gekämpft Paderborn, hat. Paderborn gegen HSV, ich mach's kurz, über 3,5 Tore ist mein Tipp. Ich sage mindestens 4 Treffer im Spielverlauf, das widerspricht ja zwar meiner These von der guten Abwehr der Paderborner, aber beide Mannschaften haben eben extreme Power nach vorne und Hamburg wird sich, denke ich, auswärts wieder etwas leichter tun als zu Hause. Und was man noch wissen muss, in bislang 11 Pflichtspielduellen dieser beiden Teams fielen in Summe 41 Tore und es gab nie ein Unentschieden. Deswegen, ich glaube, ein munteres Spektakel, viele Tore, mindestens 4 Treffer im Spielverlauf zu einer Quote von 2,30. Am Samstagabend kommt es zu einem echten Knaller. Auch das finde ich hochinteressant, St. Pauli gegen Darmstadt. Darmstadt, die haben einen Tobias Kempel, einer, der in der 2. Liga wirklich den Unterschied macht. Ist ja auch schon praktisch Inventar. Ja, Carsten, da gebe ich dir natürlich völlig recht. Tobias Kempel, er hat eine Inselbegabung, ja, kann man so sagen, weil er schießt natürlich extrem gute Standards, ruhende Bälle, sei es nach Eckball, sei es nach Freistoß. Ist immer eine Gefahr bei den Lilien. Sie haben schon viele Tore erzielt, auch weil sie eben gute Kopfballspiele haben mit Pfeiffer, mit Tietz. Das ist wirklich auf jeden Fall eine Waffe, die sie haben.
Allgemein, Carsten, tue ich mir schwer damit, auf St. Pauli zu tippen. Denn St. Pauli zeigt immer zwei Gesichter. Auswärts, ja, läuft eigentlich gar nichts. Sie haben auch letzte Woche wieder bei schwachen Bielefeldern mit 0-2 verloren. Ja, aber die spielen Samstagabend am Millerntor, ja. Ganz genau, du sagst es. Und da sind sie eben extrem stark unterwegs. 6 Heimspiele am Millerntor, 3 Siege, 3 Unentschieden, noch keine einzige Niederlage. Unter anderem zuletzt auch den HSV geschlagen, vor heimischer Kulisse. Dennoch, Darmstadt hat 10 der letzten 13 Pflichtspielduelle gegen St. Pauli gewonnen. Ja, also der direkte Vergleich deutet eher in Richtung der Hessen hin. Und die Darmstädter sind eben auch auswärts eine Macht. 4 Siege in 6 Spielen. Und dennoch glaube ich eben, weil sich zwei selbstbewusste Mannschaften gegenüberstehen, die beide auf jeden Fall das Zeug haben und auch den Willen haben, dieses Spiel zu gewinnen, glaube ich an viele Tore. Über 2,5, also mindestens 3 Treffer im Spielverlauf am Samstagabend zu einer Quote von 1,71. Sagt dir der Begriff Schwarmintelligenz etwas? Ich habe es tatsächlich in meiner Vorbereitung. Das ist das, was dir fehlt, oder? Aber mit dir zusammen habe ich sie, Carsten. Genau, wir zwei haben die. Der neue Trainer von Fürth, Zorniger heißt er, der mahnt das an. Eine Schwarmintelligenz bei seinem Team, die spielen am Freitagabend gegen Bielefeld. Ja, Carsten, allgemein, ich muss eine Lanze brechen für Alexander Zorniger, denn er hat bei seinen bisherigen Stationen eigentlich überall Erfolg gehabt. Er hat in Zypern hat er den Titel geholt, die Meisterschaft geholt, mit Brøndby Kopenhagen hat er in Dänemark den Pokal gewonnen. Auch seine Zeit in Leipzig war relativ erfolgreich. Damals hat er die Leipziger RB Leipzig, glaube ich, aus der Regionalliga in die zweite Liga geführt. Deswegen, er ist, glaube ich, in der medialen Berichterstattung, kommt er etwas schlechter weg, als er wirklich ist. Deswegen, für mich ist das ein absoluter gelungener Trainertransfer. Und der ist auch notwendig, denn Fürth, ja, da läuft es einfach gar nicht. Sie sind auf dem letzten Tabellenplatz, allgemein muss man sagen, zum ersten Mal in der Bundesliga-Historie, dass nach 13 Spieltagen die beiden Bundesliga-Absteiger mit Fürth und Bielefeld auf den Plätzen 18 und 17 stehen. Ja, auf den letzten beiden Plätzen, Not gegen Elend kann man eigentlich fast schon sagen in dieser Partie, wobei ich glaube, dass Fürth eben durch diesen Trainertransfer, durch diesen Trainertausch, einen positiven Push erleben wird, ja, ein positiver Effekt eintritt und deswegen sage ich zu einer Quote von 2,10, das Fürth gewinnt, denn Bielefeld ist auswärts natürlich extrem schlecht unterwegs, nur 2 Punkte geholt aus 7 Auswärtsspielen, 0-6 im Pokal gegen Stuttgart verloren, sie haben 3 Auswärtsspiele in der Liga verloren, sie haben 7 Gegentreffer. Marcello, hör auf, das ist ja furchterregend. Ja, mir tun alle Bielefelder Fans da ein Stück weit leid, letztes Jahr ging es noch gegen die Bayern, nächstes Jahr könnte es schon gegen Duisburg gehen, das ist schon ein kleiner Unterschied. Ja. So, und hier habt ihr die Möglichkeit, etwas zu gewinnen bei unserem Gewinnspiel. Weiter geht's mit dem Überraschungsteam vom vergangenen Wochenende. Magdeburg, die in Hamburg gewonnen haben, die spielen jetzt zu Hause gegen Heidenheim. Leider spielen sie zu Hause, denn zu Hause läuft es gar nicht rund. Sie sind das schwächste Heimteam der Liga, konnten erst 2 ihrer 6 Heimspiele gewinnen. Vor allen Dingen konnten sie aber erst 5 Treffer vor heimischer Kulisse markieren. Ja, wenn man bedenkt, dass sie auswärts schon 11 Treffer geschossen haben, dann ist das schon ein Stück weit überraschend, dass Magdeburg sich zu Hause deutlich schwerer tut. Und das wird auch gegen Heidenheim nicht anders. Denn Heidenheim hat zwar keines der letzten 4 Auswärtsspiele gewonnen, aber sie haben eben die beste Defensive der Liga. 12 Gegentreffer gemeinsam mit Paderborn. Und Heidenheim hat auch erst 2 Saisonspiele verloren. Ja, bis auf 2 Punkte sind sie zuletzt durch den Sieg gegen Fürth an den Tabellenplatz 3 herangerutscht. Deswegen Heidenheim ist voll mit dabei. Und Heidenheim wird dieses Spiel nicht verlieren. Das ist mein Tipp. Ich sage doppelte Chance x2 in Kombination mit dem unter 3,5, also maximal 3 Tore im Spielverlauf. Und auch hier, Carsten, schließe ich den Auswärtssieg der Heidenheimer nicht aus. Ich habe die Quote vergessen. 2,05 für das x2 und unter 3,5. Fortuna Düsseldorf und maßgeblich natürlich Daniel Thun, der Trainer, haben eine Systemumstellung vorgenommen auf 3-5-2, also Dreierkette hinten. Und das war extrem erfolgreich. Sollte so sein, dass das jetzt auch in der Zukunft so praktiziert wird. Die spielen auf jeden Fall in Kiel, was jetzt keine leichte Aufgabe ist. Ganz im Gegenteil. Kiel ist eine der formstärkeren Mannschaften in der zweiten Bundesliga. Kiel hat 8 Punkte aus den letzten 4 Spielen geholt, 2 Siege, 2 Unentschieden.
Was man aber bei Kiel auf jeden Fall sagen muss, ist die Tatsache, dass eigentlich immer beide Mannschaften zum Torerfolg kommen. Denn in den letzten 6 Partien der Kieler haben stets beide Mannschaften getroffen. Das heißt, sie verfügen einerseits über eine gute, spektakuläre Offensive, andererseits hagelt es aber auch immer mindestens ein Gegentor. Ja, und ich glaube auch, dass Düsseldorf auf jeden Fall in der Lage ist, in Kiel zu treffen. Dennoch, Systemkasten hin oder her, Düsseldorf ist inkonstant. Ja, aus den letzten 8 Spielen 4 Siege, 4 Niederlagen. Ja, deswegen so eine Serie konnten sie bislang noch nicht starten, deswegen fehlen auch ein paar Punkte. 5 Punkte momentan hinter Platz 3, es ist ein Verfolgerduell. Der Verlierer dieser Partie, der muss kleinere Brötchen backen, der Gewinner kann sich vielleicht wieder oben ranrobben. Deswegen glaube ich schon, dass beide Mannschaften auch auf Sieg spielen werden, deswegen glaube ich auch, dass Tore fallen werden. Mein Tipp lautet zu einer Quote von 2,25, Kiel verliert nicht, doppelte Chance 1x und beide Mannschaften treffen. Wie gesagt, Quote liegt bei 2,25. Die ist mal richtig hoch. So, und dann kommen wir zu Regensburg. Jan Regensburg, ganz im Süden, empfängt das Nordlicht, empfängt Hansa Rostock. Also ich sag mal so, wenn sie wirklich mit der Bahn anreisen, die Rostocker, dann müssen sie eigentlich heute losfahren am Mittwoch. Ja, und vor allen Dingen eine Maske aufziehen. Immer schön Maske aufziehen. Und vor allen Dingen auch eine Maske aufziehen, genau. Ja, Rostock ist schlecht drauf. Rostock nur einen Sieg aus den letzten 8 Spielen geholt, nur 2 Punkte aus den letzten 4 Partien, letzte Woche zu Hause gegen Kaiserslautern verloren. Auch auswärts läuft es nicht wirklich gut. Da haben sie nur einen Sieg aus 6 Partien geholt. Und Regensburg ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ja, sie sind wieder auf den 9. Platz zurückgekehrt, haben 10 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt. Ja, 3 Siege, 1 Unentschieden, nur 1 Niederlage. Und sie sind auf Platz 6 der Heimtabelle. Ja, und deswegen glaube ich schon, dass Regensburg gute Chancen hat, hier was Zählbares mitzunehmen. Ich sage 1,83, 1x und unter 3,5. Und dann kommen wir zum Spiel auf dem Betzenberg. Der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg. Eine Begegnung, die ja nur so trieft vor Tradition. Und der Mann der Stunde bei Lautern, das ist Terence Boyd, der Torjäger. Echt lustiger und guter Charakter, der jetzt in der zweiten Liga auch richtig erfolgreich ist. Auf jeden Fall, Carsten. Aber er wird jetzt gegen eine gute Defensive spielen. Denn Nürnberg hat sich unter Markus Weinziel stabilisiert in der eigenen Defensive. Sie haben zuletzt 3-mal in Folge in Pflichtspielen, Pokal plus Liga, 3-mal in Folge zu 0 gespielt. Ja, wirklich 3-mal in Folge kein Gegentreffer kassiert. Das heißt, diese ersten Stellschrauben, die Markus Weinziel als erfahrener Bundesliga-Trainer gedreht hat, die waren auf jeden Fall erfolgreich. Die haben zu einem positiven Effekt geführt. 4 Punkte hat Nürnberg aus den letzten beiden Bundesliga-Zweitligaspielen geholt. Und Kaiserslautern eben auch nur 3 Punkte aus den letzten 5 Heimspielen. Das heißt, auch Lautern tut sich auswärts ein Stück weit einfacher als zu Hause. Und das habe ich zum Anlass genommen, auch hier eine hohe Quote anzuspielen. Carsten, du merkst, ich bin an diesem Spieltag mit sehr hohen Quoten unterwegs. Risikofreudig. Ja, der geht jetzt all in. Nach dem 3 von 9, das hat dir nicht gefallen. Jetzt gehst du ran. Genau. Wenn man mit 3 von 9 unzufrieden ist, dann sage ich lieber 2 von 9, aber dann 2 2,30er-Quoten. Ja, deswegen 2,30, x2, Nürnberg holt auf dem Betzenberg mindestens einen Punkt. Und auch hier fallen maximal 3 Tore im Spielverlauf. Wir machen weiter mit Hannover 96. Hannover gegen den KSC. Kurz und bündig. Draw no bet 1. Ich sage, dass Hannover vor heimischer Kulisse auf jeden Fall Vorteile hat. Klar, der KSC ist auch, bleibt einfach eine Wundertüte. Man weiß wirklich nie, was rauskommt. Aber Hannover steht eben auf dem 5. Platz, hat nur 4 Punkte Rückstand auf Platz 3 und was jetzt wieder vielleicht die größte Anekdote ist, Carsten, du warst damals schon auf der Welt, ich noch nicht. Hannover hat seit 34 Jahren zu Hause nicht mehr gegen den KSC verloren. Und jetzt als kleiner Funfact am Rande, damals stand übrigens noch im Jahr 1988 Oliver Kreuzer, der heutige Sportchef der Karlsruher, stand damals noch als aktiver Spieler auf dem Platz. Ja, ja beim KSC, ja klar. Ganz genau, beim KSC. Und seitdem gab es in 10 Heimspielen von Hannover gegen Karlsruhe 7 Hannoveraner Siege und 3 Unentschieden. Und ich glaube, auch diesmal hat Hannover beste Karten, hier den Dreier mitzunehmen. Draw no bet 1, 1,75. Jetzt müsste man nur noch mal nachschlagen, war auch Mehmet Scholl damals schon dabei beim KSC? Ich glaube nicht, der war zu jung. Aber helft ihr uns doch einfach weiter. So, das letzte Spiel, Sandhausen gegen Braunschweig. Bitteschön. Unter 2,5. Da mache ich es wirklich kurz. Ich sage maximal 2 Treffer im Spielverlauf zu einer Quote von 1,90, weil Braunschweig eben extrem gut in Form ist. 7 Spiele in Folge ungeschlagen, dabei nur 6 Gegentreffer in Summe kassiert. Zuletzt 2-mal in Folge sogar zu 0 gespielt.
Und auch bei Sandhausen weiß man, dass sie eher einen defensiven Ansatz verfolgen, mit relativ wenigen Gegentoren zu Hause auch stärker sind als auswärts. Schon 10 ihrer 12 Punkte haben sie zu Hause geholt. Und es fielen insgesamt in 6 Heimspielen des SV Sandhausen nur 13 Tore, also nur gut 2 Treffer im Schnitt. Und deswegen 1,90 für das unter 2,5. So, das sind also die Tipps für das Zweitliga-Wochenende von Marcello. Der hat ordentlich gewirbelt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Interessant ist das auf alle Fälle. Vielen Dank, Marcel. Und ja, ihr wisst, wir machen immer weiter und bereiten uns dann auch langsam auf die WM vor. Bed and Breakfast wird unsere Sendung heißen. Finde ich schon mal richtig gut. Also, schönes Wochenende und bis dahin.